Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prinz Karl für Frankreich. Ich habe mir das jetzt nochmal genauer angeschaut. Und hier steht, sobald Herzog Erbjo von den Alemannen mächtig genug ist, könnte er dem Theoderik ein Ultimatum stellen. Aber anscheinend ist er noch nicht zu mächtig. Ja, woran sehe ich denn das, wie mächtig der ist? Schaut mal hin. Das sieht schon ziemlich mächtig aus, oder? Wie viel Prozent muss denn das sein? 1000, oder? Oder könnten wir ihm auch ein Ultimatum stellen, dem König Theodor? Ja, wir könnten unser aktuelles Amt niederlegen, so als kleinen... Aber das machen wir nicht. Wie sieht's denn eigentlich mit unserer Frau aus und ihrer Schwangerschaft? Sieht noch gut aus. Wie sieht's denn eigentlich mit unserem... Wie sieht's denn eigentlich mit unserem Sohn aus? Moment. Ach so, der ist volljährig. Pippin ist volljährig. Und trotzdem müsste der doch hier erscheinen, oder? Pippin der Buckliche. Oder Pippin der Buckliche. Anscheinend nicht. Ja, die ist tot und Frohtat. Ist aber nicht legitimiert, ne, haben wir den. Vielleicht müssten wir ihm einen Fokus geben. Was könnten wir ihm für einen Fokus geben? Wir müssten einfach mal schauen. Seine Mutter ist gestorben. Er ist nicht legitimiert. Das heißt... Er wird vielleicht sehr sparsam. Oder er wird sehr gläubig. Traditional eher nicht. Demütig, zaghaft wäre auch sowas. Ja. Genau. Sowas. Ne? Das werden wir ihm geben, ne? Wird herzlich und ein bisschen zaghaft. Er hat viel, viel durchgemacht. Er wird viel durchmachen, wenn er überlebt, ne? Denn unser Arzt hat ja gesagt, dass er ein Problem hat, ne? Ist kränklich. Vielleicht hat er aber trotzdem genug Kraft, ne? Ja, die Meinung von Karl ist eigentlich ziemlich gut gegenüber seinem Sohn, ne? So, bei uns kommt es jetzt zum Kampf. Ja, und jetzt kommt es drauf an, ne? Ob sich er entscheidet, hier weiter zu belagern und diesen Kampf hier, dass wir den alleine austragen und dann verlieren. Moment. Aber es kommt zum Kampf, okay. Ach, der hat sich geteilt. Wirklich? Das sind Dinge. Ja, diese verrückt. Hier hat übrigens jemand gewonnen. Der Bauernaufstand ist niedergeschlagen worden. Was haben wir hier? Sächsische Unterwerfungskrieg von Großherzog Wichmann von Sachsen verlor. Okay. Gut. Mein Teil. Genau. Die Schlacht von Weimar haben wir gewonnen. Und... Oh! Oh! Wir haben Wichmann... den Großhäuptling in unserer Hand. Jetzt aber nicht wieder entlassen. Perfekt. Damit haben wir natürlich unserem Lehnsherrn einen mächtigen Gefallen getan. Ne? Aber einen mächtigen Gefallen. Wir bleiben mal hier in Weimar. Ne, müssen wir in Weimar bleiben? In Weimar brauchen wir auch gar nicht zu bleiben, oder?
Einmal brauchen wir auch nicht zu bleiben. Wir gehen mal wieder rauf nach Hastfalla. Und werden dort noch ein bisschen belagern. Ja, dann sieht eigentlich das ganz gut aus, möchte ich mal beinahe behaupten. Aber. Wie geht's weiter? Ne? Wie geht's bei uns jetzt weiter? Was ist unser Wissen von Handelspraktiken und Viren? Oh, erhöhte Stufe, sehr schön. Abraham vom burgundischen Bauernaufstand wurde inhaftiert, auch gut. Oh, jetzt wurden einiges inhaftiert. Gewann der Bauernaufstand, das wissen wir. Schön. Wo geht ihr eigentlich hin? Der Krieg um den Anspruch. Ja, eigentlich haben wir ihn gewonnen für. Na gut, alleine nicht. Ne? Das kann man, muss man ganz ehrlich sagen. Alleine haben wir ihn nicht gewonnen, denn hier waren mächtige Verbündete mit Yu, dem Herzog Yu, der wahrscheinlich nochmal eine große Rolle spielen wird. Auf der anderen Seite ist jetzt langsam das Alter erreicht, wo er wirklich König werden sollte. Wir haben viel zu wenig Grafschaften. Das ist nochmal ein Ding. Jetzt müssen wir natürlich schauen, was machen wir mit unseren ganzen Gefangenen? Das ist jetzt wirklich eine... Ich denke, wir werden das Blutgericht von Werde wird hier ja auf grausame Weise seine Erfüllung finden und Wichmann wird vielleicht werden wir Wichmann leben lassen und alle anderen Häuptlinge, die wir gefangen haben, werden wir niedermachen. Ich denke, so wie es mit Widukind gemacht hat, ne? Ah, ich weiß es noch nicht so richtig. Entschuldigung. So, Friedensangebot, ja, der kann nichts anderes, als es zu akzeptieren. Ja, genau. Jetzt hat er den Titel Königreich Sachsen. Jetzt hat er ein riesiges Reich, Theodorik. Und wir haben ihm noch dabei geholfen. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Ach, wir mussten ihn sogar entlassen aus dem Kerker. Auf Theodoriks Willen hin. Wir entlassen aber was ganz anderes, nämlich unsere Truppen. Und ja, jetzt ist natürlich die große Frage, was machen wir jetzt? Ja, unser Marschall, richtig. Unser Marschall wird natürlich das Heer weiter organisieren. Ja, nee, eigentlich... Ist es besser, wenn er Truppen ausbildet weiterhin? Und zwar wo? In Geldern, ne? Okay. Aha. Beppin? Den haben wir doch. Wen haben wir denn eigentlich den gegeben? Moment. Brabant. Was wollen wir denn mit Brabant? Ach ja, Brabant. Ja, ja. Mach nur. Heirat nur. Los geht's. Dafür haben wir langfristig gearbeitet. So, was haben wir noch? Verbind sollte heiraten. Ja, haben wir ja. Die Einkerkerung. Den können wir immer noch einkerkern. Ne? Aber wir spionieren mal weiter. Moment, wir schauen jetzt. Und tatsächlich, die Faregildis wird unseren Pepin heiraten. Und damit haben wir schon mal einen Nachfolger gesichert. Und das ist schon mal super. Der ist doch stattlich geworden, der Buckliche. Wollen wir schauen. Er ist zufrieden. Er ist gerecht. Legitimiert. Bucklig. Und auch sparsam. Könnte ein guter Herrscher werden, ne? Der könnte echt ein guter Herrscher werden. Hm.
Wir müssen jetzt mal schauen, wie es mit Karl weitergeht. Wie sieht's denn bei den Fraktionen aus? Ich blick hier echt nicht durch. Die haben zwar jetzt eine Riesenfraktion gebildet, aber da passiert nichts. Da passiert einfach nichts. Boah, 12.000 Männer sind hier schon mal hin. Wow. Schaut mal hin, wer da alles dabei ist. Das wäre so schön. Wir können ja auch kein... Wir können hier kein Königreich bilden. Was haben wir denn jetzt noch für Ansprüche? Auf die Grafschaft Saint-Tong. Erklärt ihm den Krieg. 790 würde der Waffenstillstand eh enden. Oh, das würde uns ewig viel Prestige kosten. Nee. Was haben wir noch? Dem könnten wir einfach so den Krieg erklären. Wo ist denn das? Normandie? Damit wir wenigstens die Normandie noch haben, ne? Das finde ich gut. Die ist nämlich ziemlich nah an uns dran. Finde ich super. Die Normandie, die will ich. Schaut mal hin. Das wollen wir. Beanspruchen wir mal. Was haben wir noch? Ja, das haben wir gemacht. Wir könnten noch einen Herzogtitel... Das können wir sogar jetzt. Und das machen wir auch. Das erstellen wir uns. Oberbritannien haben wir einen Herzogtitel. Das ist ein Traum, ne? Ein kleiner Traum. Sind wir jetzt Herzog, ne? Von Oberbritannien. Ja, sind wir. Sehr schön. Haben wir auch das erledigt? Ja, das lassen wir. Moment, achso, ja. Ja, das ist so ein Ding hier. Da komme ich echt ein bisschen in die Bredouille, denn ich habe keine Ahnung, wie wir hier das durchsetzen. Ich denke mal, hier müssten wir unseren Kanzler vielleicht mal hinschicken nach Troyes. Was denken ihr? Wir schauen dann mal, ne? Ob der nicht... ob wir den nicht mal hier hinschicken können. Irgendwie. Irgendwann. Irgendwo. So, was haben wir hier? Herzog, genau. Und? Ja, wo bist denn du eigentlich hin, mein Freund? Das würde mich gerne noch interessieren. Wo du so rumhängst. Wo war denn das geht zu... Oh. Jetzt hat er sich ein Hütchen aufgesetzt. Irgendwo war doch der Gehe zu. Gehe zu. Weil halt, was haben wir hier schon wieder Neues? Die Fürsten von Sachsen haben die Einführung... Ja, das ist schön. Neue Gesetzgebung in Sachsen. Oh. Der Wichmann. Ach so, halt, wir müssen noch warten. Wir müssen noch was mit unseren Gefangenen machen, ne? Nützt ja nichts. Wir müssen mal schauen, was wir noch mit unseren Gefangenen machen. Gehe zu brauche ich noch. Wollen wir mal Herzog Bebin von unserer Sache überzeugen? Probieren wir mal. Der hat gute Meinung von uns. Vielleicht schließt er sich ja auch dem Ding an, da. Wer weiß. So, wo war denn das mit diesem Gehe zu? Hier oben irgendwie, ne? So, wo bist denn du jetzt, mein Freund? Moment noch. Moment nochmal. Wo bist du? Also ich gehe nochmal hier runter und dann... also hier, ne? Ach, hier, Brabant. Schön. Gut. Ja, dann. Wollen wir schauen, ob das irgendwas bringt, ne? Oh.
sozusagen hier aufgetan. Das müssen wir schauen. Neuer Krieg? Ach, in der Normandie, natürlich. Natürlich, natürlich. Wartet. Das ist also... Das ist einfach so passiert. Unser Marschall ist natürlich wieder nicht bereit. Ist natürlich so ein Traum. Wir werden nur unsere Truppen ausheben. Werden wir sie hinschicken? Die tun sich sowieso hier. Dann schicken wir die mal nach Ami. Dann schicken wir die mal hier hin. Glaube ich. Huch. Ja, das weiß ich noch nicht, aber ich glaube, ich schicke dich dorthin. Ich bin noch nicht sicher. Es kann sein, dass ich dich dazwischen noch mal woanders hinschicke. Aber ich glaube, ich schicke dich hier hin. Weil die kommen ja auch von weit weg. Oh, halt, die bewegen sich. Wo bewegen sie sich hin? Nach Clermont. Nee, dann nicht. Dann werden wir uns treffen. Ah, dann. Warte mal, dann muss der ja. Wir treffen uns mal hier. Gefällt mir besser. Wann seid ihr denn dort? 17. Juli. Okay. Schön. Ja, der kommt ja gleich. Ach so, halt, ich hab die noch. Wir müssen die noch zusammenfassen, ne? Und den... Können wir die dann schnell noch hin? Oder wenn die im Kampf sind, halt. Wartet mal. Können wir die jetzt noch schnell zusammenfassen? Und der Wulfarier, warum nicht? Na, wir können wieder nur Turbin. Das ist zum verrückt werden. Können wir nicht noch irgendwo einen Befehlzauber ausheben? Wartet mal kurz. Haben wir denn noch irgendwo einen Befehlzauber? Haben wir nicht. Ein Hoflehrer. Warum haben wir keinen Hoflehrer? Wir schauen mal, wen wir als Hoflehrer. Hm. Eigentlich wäre unser Spitzel als Hoflehrer ideal. Ne? Der ist wenigstens gebildet. Aber wisst ihr, wenn wir uns jetzt ein bisschen mehr annähern? Unsere Frau. Und die werden wir als Hoflehrerin ein. Vielleicht ist er dann uns ein bisschen wohler gesonnen. Ne? So, und als nächstes hätte ich noch gerne einen Jägermeister. Hört sich ja nicht schlecht an. Ein Jägermeister. Was braucht man denn als Jägermeister? Hm. Wer weiß das schon? Als Jägermeister jemanden, zum Beispiel wie den Grafen von Ritz. Der wäre perfekt geeignet als Jägermeister. Und dann würde ich gerne noch einen Stallmeister ernennen. Und als Stallmeister den Grafen von Friesland? Wäre vielleicht eine Idee. Oder noch lieber den Abt. Nee, als Jägermeister nicht. Den Grafen von Friesland. Der ist der perfekte Jägermeister. Und einen Großspender, also Amosier, also der für die Spenden zuständig ist. Nein, der ist natürlich unser Abt hier. Ne? Dann haben wir erstmal jetzt hier alles so zugewiesen, was zuzuweisen ist. Und gut ist es. So. Das ist mein Rat, richtig. Der Rat ist zufrieden. Okay, wenn der zufrieden ist, dann bin ich es auch. Was haben wir noch? Ja, ja. Da kommt noch gleich mehr. Was ist jetzt eigentlich hier? Wieso sind da so wenige? Braunschweig entzogen. Hm. Wo sind meine Truppen eigentlich?
Wieso verlieren wir hier? Warum? Warum verlieren wir hier? Moment. Moment. Entschuldigung, bin ans Mikrofon gekommen. Warum verlieren wir hier? Warum sind die Truppen so wenig? Was haben wir gemacht? So, hier haben wir einen Was sag ich? No, ich sag nur ei. Puh. Das ist ja natürlich ein Ding hier. Bewegt der sich schon? Hier natürlich nicht. Was haben wir denn da unten eigentlich für was sein? Eieieiei. So, was ist denn hier? Graf Gerold. Ach so, ja, wir müssen noch schauen. Die Macht des Rates wurde erhöht. Ein Sohn, das ist natürlich absolut was alles komplett in Frage stellt. Ne? Alles komplett in Frage stellt. Denn jetzt kommt geschichtlich interessant Ludwig auf den Thron oder vielmehr als sein Erbe und er wurde dann genannt Ludwig. Ich schreibe schon mal hin, der Fromme. Gut. Nee. So, okay. Wir nennen ihn jetzt schon so, ne? Aber er wird ja, deswegen werden wir auch gleich seinen Fokus, seinen Kindheitsfokus, werden wir danach benennen. So, weiter. Meine Schnüffler haben Graf Louitat von Paris, ach, der wieder belauscht, als er schockierende Lügen erzählte über seine rechtmäßigen Lehnsherren. Wisst ihr, was wir machen könnten? Und damit könnten wir eventuell zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir könnten Friesland zurückbekommen und Paris. Wir könnten ihn öffentlich anprangern. Denn langsam wird er frech. Wir prangern ihn öffentlich an. Oder? Wollen wir wirklich nochmal die Spione auf ihn ansetzen und dann... Nee, auf jemand anderen anzusetzen. Nee, passt schon. Wir prangern ihn jetzt öffentlich an, das ist mir egal. Wir werden uns offen gegen ihn stellen. Offen. So, Moment mal. König Theoderik von Faenza Bruno, genau. Auf Druck einer mächtigen Fraktion hat Frankreich die Macht vom Rat erhöht. Das wird... Jetzt wird's interessant hier. Jetzt wird's absolut interessant im Reich. Graf Gerold von Bourgogne hat Grafschaft Bourgogne von Graf Sinop geerbt. Der war doch im Gefängnis, ne? Dieser Graf Sinop. Was ist denn hier unten eigentlich los? Wir wurden in Amiens eingeraubt. Herzog Ju wird zum neuen Anführer der Prinz... Ah! Ju! Oh, den könnten wir natürlich überhaupt nicht leiden. Der ist jetzt für uns? Nee, wir müssen da wieder hin. Jetzt müssen wir mal schauen, was da los ist. Hier ist mit den Fraktionen, ne? Die müssen wir uns jetzt mal ansehen. Da ist totales Durcheinander in den Fraktionen da.
Low davon ist die Erhöhung, genau. Jetzt müssen wir. Wir müssen hier gleichzeitig kämpfen. Ja, ja. Moment. Eure Weisheit und Gnade, wir hätten gerne, dass ihr uns bei folgender Verschwörung unterstützt. Anspruch auf das Herzogtum Braunschweig. Wer ist denn das? Das ist ein Häuptling aus dem Sachsenreich. Schwierig. Schauen wir mal. Als erstes Prinz für Frankreich. Da müssen wir dazu. Oh. Ach, jetzt ist Yu, ne? Genau. Die andere hat sich aufgelöst. Dummerweise. Aber okay. Ach nee, wir können der Fraktion gar nicht beitreten. Jedenfalls momentan nicht. Ach, da wir dem Rat angehören. Ach so. Ja, das sind Entscheidungen jetzt, die wiegen schwer. Oh, die Entscheidungen wiegen schwer. Hier ist eine Verschwörung. Die ist. Wer ist das nochmal? Lothar. Der ist aber nicht hier mit dabei, ne? Bedrohung erhöht sich auf alle Fälle. Gegen Luitat muss man unbedingt... Ja, hier müssen wir mal schauen. Denn hier sind gar nicht mehr so die großen Dinge drin. Hier vielleicht noch jemand. Aber ansonsten... Wir müssen aus dem Rat von Theoderik raus. Wir müssen unser eigenes Ding machen. Und wir werden den Anspruch auf das Herzogtum Braunschweig hier unterstützen. Ja, wir müssen mal schauen, gegen wen willst du denn nochmal? Gegen wen bist du hier? Herzog, warte halt, wir müssen jetzt mal schauen. Wo ist denn das Herzogtum Braunschweig? Ach hier. Das Herzogtum Braunschweig. Wer ist denn das hier? Seine Gattin Ati, ist sie zufällig in unserem Gefängnis? Moment. Moment. Tatsächlich. Die ist in unserem Gefängnis. Ja, denn wir akzeptieren freudig. Wir unterstützen das natürlich. Kein Problem. So, Titelverlust bei Nachfolge. Folgende Titel gehen verloren. Herzogtum Geldern. Echt? Ja, jetzt müssen wir mal schauen. Ja, es kommt jetzt zu einer Entscheidung, die ist von hoher Tragweite. Und die wird unserem Pepin überhaupt nicht gefallen. Und die wird unserem Pepin wahrscheinlich zu einem Aufstand zwingen. Als erstes, haben wir gesagt, müssen wir mal den seinen Fokus und wir werden ihn auf Frömmigkeit legen. Und das ist schon mal schlecht, denn damit ist er manipulierbar. Aber das ist Ludwig gewesen, Ludwig der Fromme. Er war manipulierbar. Er war kein schlechter König, aber er war enorm manipulierbar. Okay, dann haben wir den Fokus. Ne? Jetzt müssen wir mal schauen, wer wird das Kind ausbilden? Wer bildet zurzeit aus?
Ich würde es gern... Wie ist die Mama? Keusch, gemäßigt, bescheiden, gerecht, gütig. Ja. Der wird ein Mamas Söhnchen. Der wird ein Mamas Söhnchen. Und... Schwerpunkt. Nee, warte mal. Nee. Nee, ja, schon. Das ist nicht so schlecht. Aber wie gesagt. Achso, da können wir ihn immer noch umbenennen, den Charakter. Nee, dann, pass auf. Dann ist er natürlich noch nicht der Fromme. Aber trotzdem werden wir seinen Schwerpunkt auf Frömmigkeit legen. Wie kann ich denn eigentlich... Wie kann ich denn eigentlich den... als Nachfolger bestimmen. Könnte ich jetzt den einfach sagen, okay, du bist nicht mehr mein Nachfolger. Das müssen wir natürlich noch machen, ne? Können wir das irgendwie bei Intrigen machen? Was können wir denn hier? Gibt es hier was Neues? Befehlshaber fördern. Ja, würde ich gerne. Am Befehlshaber würde ich gerne, um ehrlich zu sein. Aber das ändert noch nichts an der Tatsache, ne? Fraktion, nie. Übrigens, Technologie, haben wir da Neuigkeiten hier? Moment mal. Schiffbau, Militärorganisation. Führungsabzug. Ja. So schlecht. Was heißt hier Führungsabzug? Was heißt hier eigentlich Führungsabzug? Ist doch ein Plus, aber es ist in Rot. Stadtbefestigung 2. Freigeschaltet Stadtwerft, Tempelwerft. Hier, das wäre super. Globales Versorgungslimit, Moral der Armee wird sich erhöhen. Wir lassen es aber trotzdem noch. Wir sollten, übrigens das Geld... Sollten wir übrigens langsam mal wieder irgendwo reinstecken in irgendwelches, wo wir, ne, versteht. Zum Beispiel, was weiß ich, in Geldern, in, ja, Kassan, ja, Pool, Kassan. Die Heiligen, oh, heilige Krieger haben geschworen, die Kirche mit ihrem Leben zu verteidigen. Schwere Infanterie? Wäre auch nicht das Schlechteste, ne? Eine Brauerei? Ja, Brauereien wären auch nicht schlecht, davon abgesehen. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, haben wir nicht. Leider. Was wäre hier oben in der Stadt Enschede? Könnten wir endlich mal zum Dorf, ein Dorf daneben noch bauen. Oder leichte Infanterie und Bogenschützen. Wäre auch nicht das Schlechteste, ich sag's euch, wie es ist. Aber Hafen, ja. Hier bauen wir einen Hafen hin. Kostet uns ein bisschen was, aber was soll's, ne? Bauen wir uns einen Hafen hier.
Können wir eigentlich dann in, zum Beispiel in der Abtei? In der Abtei könnten wir auch noch. Eine Tempelwerft. Galeeren, okay. Ja, Kirchen. Wir wollten ja eigentlich mehr Kirchenstädte ausbauen, ne? Bogenschützen und leichte Infanterie. Ja. Können wir eine heilige Armee aufbauen, ne? Brauerei. Nee, wir kümmern uns wirklich erstmal um die Kirchen, denn das war so der Fokus. So, jetzt machen wir aber nichts weiter, denn ja, ich weiß eben noch nicht, für was ich das Geld noch brauchen könnte, ne? Wenn wir uns dann im Krieg befinden, dass wir uns vielleicht noch irgendwelche Söldnerarmeen irgendwie kaufen müssten. Sieht es eigentlich wieder besser hier aus? Irgendwie habe ich das Gefühl. Die Schlacht von Amiens. Ja, ach so, ja, wir sind ja immer noch dabei, unseren kleinen... Was machen wir denn? Was machen wir denn? Ja, vielleicht können wir den erst ab einem bestimmten Alter zum Nachfolger ausrufen, wisst ihr? Könnten wir zum Beispiel, ich meine, eine Frau können wir sowieso nicht so noch. Ach so, wir haben einen Bildungsschwerpunkt und einen Kindheitsschwerpunkt. Echt? Hm. Ja, die kann sowieso nicht. Haben wir nicht noch... Warte mal, wir haben doch noch ein Kind von... Hier, in den Frothard. Was passiert mit dem? Ist gut, wir können den noch legitimieren. Ach so, ja, nur wenn er legitimiert. Ah, das ist zum Verrücktwerden. Ach, Ludwig. Ich weiß nicht, was ich mit dir treiben soll, denn... Naja, wir warten mal ab, ne? Wir warten mal ab. Wir warten einfach mal ab. Ne, ein Verlöbnis noch nicht, denn wir müssen mal schauen. Wir müssen echt mal schauen, wie wir das, was wir hier machen. Ja, wir warten einfach mal ab. Aber ich wollte noch was machen mit den Gefangenen, ne? Das würde ich gern jetzt trotzdem noch in Angriff nehmen. Und zwar, die lassen wir erstmal. Was sind überhaupt das hier für eine? Ach, der von Braunschweig. Nee, dann ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, wen haben wir noch? Attila Egbert. Dann haben wir noch... Wer ist denn das? Das ist eine Hoffrau. Warum ist die eigentlich im Gefängnis? Wem gehörst du an? Dem vom Friesland. So ein Alter, ne? Das ist aber auch... Nee, die entlassen wir. Die entlassen wir ganz einfach aus dem Gefängnis. So. Kennen wir nix. Bitteschön. Alles in Ordnung. Kannst... Bist frei. So, Gertrud. Was bist denn du? Ach, du bist auch mit dem Braunschweiger. Wir könnten die unter Arrest stellen. Unter Hausarrest. Machen wir auch. Diplomatie geht um minus 5. Diplomatie. Wo ist denn eigentlich unsere Diplomatie? Ja, die geht auf alle Fälle runter. Wir machen es trotzdem. Wir stellen die unter Hausarrest, ne? Ach, das ist das Haus der Ludolfinger. Das ist eine riesige, das ist eine große Dynastie gewesen, die Ludolfinger, ne? Der Wahnsinn. So,
Ist gut. Und dann haben wir noch einen Hesso. Wer ist das? Die ist vergiftet. Ach ne, die ist tot. Sie starb an Pneumonie. Das hatten wir schon mal. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Theoderik ist der. Holstein. Wieso habe ich dich eigentlich? Großhäuptling bist du. Können wir dich irgendwie freikaufen? Probieren wir es mal. Holstein. Ja, dann. Ist wie sie ist, ne? So, ja genau. Die haben wir aus dem Käfig entlassen. Wir schauen mal, wie es hier weitergeht. Moment. Ankal, mögen die Säfte bei lebendigen Leib ausdrücken. Ich will gar einen. Okay. Wird ein bisschen Geld gewonnen. Nicht das Schlechteste, ne? Aha. Dem hat er den Drittel entzogen. Brandenburg. Der entzieht ziemlich... Na gut, ist ja klar. Der ordnet hier die des Sachsenreichen neu, ne? Ja, verstehe ich. Der Theoderik, der ist nicht so schlecht. Ach so, wir müssen noch aus dem Rat raus. So, wir haben tatsächlich gewonnen. Und haben den Grafen Baugul von euch gefangen genommen. Wir müssen noch aus dem Rat von Theoderik raus. Wie machen wir das am besten? Vom Rat zurücktreten. So. Tja, ist wie es ist, ne? Wir treten vom Rat zurück. Soll Kanzler werden, wer es ist. Ne, was sind wir überhaupt? Was waren wir denn überhaupt? Waren wir Kämmerer? Ich weiß gar nicht. Was waren wir denn eigentlich bei dem sein Rat? Wo steht denn das? Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Heirat, Kind. Wo steht denn... Rat? Lehnsrat, ne? Hier. Wir waren Marschall, genau. Stimmt ja. Wir haben ja das Ganze hier... Okay. Passt auf. Wenn der jetzt hier ist... So, dann kann ich eigentlich... die alle hier hin beordern. Und dann geht die Sauerei hier weiter. Wollen wir schauen, wo er sich hin zurückzieht. Und da könnten wir dann nachfolgen. Und hoffen wir, dass wir nicht allzu lange im Krieg bleiben. Ne? Moment. Marschall. Ach, das ist unser... Genau. Aregisel. Hat mehrere Hinweise entdeckt, wonach Röhrigr... Was? Röhrigr von Rügai Wülki. Aber wichtige Informationen bezüglich der Angriffe. Ach so, der... Ach, der jagt immer noch dem Artefakt nach. Ah, oh, das ist so ein Ding. Ich mag ja unseren... Ich mag ja wirklich unseren Marschall, ne? Ich mag ihn ja wirklich unwahrhaftig. Aber, um ehrlich zu sein... Ja, du kriegst meine Spione. Meinethalben. Mach, was du willst. Herzog von Blur wurde ein Anführer. Was, wir haben schon wieder einen neuen Anführer. Ach so, halt. Halt. Luitpold ist nicht mehr Hofspitzel. Warum? Oh, Wichmann hat er dem Titel entzogen. Oh. Der will natürlich wieder... Das ist fast so wie Widukind, ne? Fast so wie Widukind. Passt auf, wir machen das folgendermaßen hier. Wie sieht's denn eigentlich hier aus? Da kommt doch auch noch einer an. Wo gehst denn du hin hier? Wo gehst du eigentlich hin? Hier hin, okay. Bleibt ihr mal... Nee, geht mal... hier hin. Hm.
Und ihr geht mal... Wo gehst denn du hin? Orléans. Ihr geht mal hier hin. Oder... Nee, geht mal hier hin. Achso, ihr seid in Troyes. Ja, von mir aus. Geht alle nach Troyes. So, und... Du, ja, du gehst hier rüber. Du gehst hier runter. Wohin geht ihr alle? Jetzt nochmal. Achso, ja. Ja, ja. Moment. Neuigkeiten. Ach ja, genau. Ihr und euer Helfer, wir haben beschlossen, euch den Posten eines Kommandanten anzubieten. Wir lehnen ab. Wir lehnen ab, ich weiß. Befehlshaber, genau. Der Champagner. Jo. Für alle Fälle, oder? Natürlich. Der wird Befehlshaber der Champagne. Meinethalben. Ey, was ganz anderes. Wie sieht's denn jetzt eigentlich aus mit den Fraktionen? Sag mal, wie viel... Oh, wir müssen schon wieder Schluss machen. Oh, wir müssen weit Schluss machen. Jetzt könnte ich ja wieder beitreten, ne? Prinz Karl für Frankreich hier. Dem Ding trete ich bei. Ja. Und jetzt müssen wir schauen. Wichmann für Sachsen. Wir können natürlich auch eine eigene Fraktion. Aber wir probieren es nochmal. Ich weiß noch nicht, ob man die nicht ein wenig schmieren muss, oder ob man noch andere gewinnen muss dafür. Schwierig zu sagen. So, wir machen für heute Schluss. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, denn wir sind schon weit in der Zeit fortgeschritten, auch wenn es gerade wirklich richtig spannend ist. Und ja, gibt ja noch einiges zu tun hier. Aber ich denke, den Krieg, der ist nur ein bisschen außer Rand und Band geraten, weil ich die ganzen Vasallenaufgebote noch, die wollte ich ja eigentlich nicht mehr. Achso, den Hofspitzel müssen wir noch neu besetzen. Das machen wir noch schnell. Entschuldigung. Ihr werdet das nächste Mal vergessen, wisst ihr. Was haben wir denn hier für Kandidaten? Den Grafen von Friesland? Warum eigentlich nicht? Den haben wir doch schon mal einen anderen Posten gegeben, ne? Nee, ich möchte keinem Abt einen Hofspitzel antragen, um ehrlich zu sein. Da müssen wir mal schauen, was wir hier neu machen. Das müssen wir das aufs nächste Mal vertagen. Ciao, ciao, ciao.